Anlage seit 2016. Haben am Anfang einiges umbauen müssen. Nicht, dass es nicht vorher auch schon sehr schön war, aber es war halt eine Dressuranlage. Das heißt, wir haben den Springplatz gebaut, haben den Hallenboden ausgetauscht in einen springfähigen Boden, haben eine Führanlage gebaut, haben Boxen nochmal vergrößert, weil uns das für unsere Pferde wichtig war. Und ansonsten muss ich sagen, haben wir das große Glück, hier wirklich eine schöne Idylle gefunden zu haben. Können in den Wald reiten, das ist natürlich was, was man so hier gerade in der Hamburger Gegend gar nicht so einfach finden kann. Und wir sind total zu Hause angekommen. Es war immer unser Traum, eine eigene Anlage zu haben, so dass man auch für die Pferde ein richtiges Zuhause schaffen kann. Und wenn man dann vom Turnier wiederkommt, wo wir ja wirklich fast jedes Wochenende auf Turnier sind, dann richtig auf der eigenen Anlage ankommen kann. Und damit haben wir uns einen kleinen Traum erfüllt. Ja, das sind unsere beiden Springplätze. Der Sandplatz, über den sind wir besonders glücklich, das ist ein Ebbe- und Flutsandplatz. Das heißt, man kann wirklich bei jedem Wetter darauf reiten. Wenn es regnet, kann man das Wasser nach unten ablassen. Und es ist eine ganz hervorragende Bodenqualität und ist absolut wettertauglich. Und der heilige Rasen, auf dem ich hier stehe, das ist unser Grasplatz. Den werden wir dieses Jahr erstmalig benutzen. Das heißt, er ist noch nicht eingesprungen worden. Wir haben ihn letztes Jahr erst eingesät und gelocht und gesandet und wieder eingesät. Und ich bin ganz stolz, dass wir dieses Jahr jetzt so einen tollen Grasplatz zur Verfügung haben. Dementsprechend auch noch besser für Aachen üben können. Und für Hamburg haben wir hier einen kleinen Derbywall aufgebaut. Wobei der natürlich im Vergleich zum Hamburger Derby relativ lütt ist. Aber ist, glaube ich, ganz gut, um mit den Pferden ein bisschen spielerisch zu üben. Ja, wir sind ganz froh, dass wir jetzt hier diese tollen Bedingungen geschaffen haben. Um die beiden Springplätze rum geht eine Rennbahn, die wir auch viel nutzen zum Konditionstraining und einfach auch, um den Pferden ein bisschen Abwechslung zu bieten. Und dann, das ist das Allerbeste, können wir noch in den Wald reiten. Und zwar, wenn man die Rennbahn einfach geradeaus weiterreitet, geht es hinten weiter in den Wald. Und das macht natürlich richtig Spaß. Wenn die Springpferde dann mal ein bisschen im Wald rumgaloppieren können, dann haben sie wirklich auch mal eine gute Abwechslung zum Alltag.